Hi, ich bin Saki. Und heute wird gekocht. Willkommen zu einer weiteren Folge von Sakis Küche. Diesmal geht es mir mal wieder um die Birke. Ich habe den Baum ja schon in vielen meiner Videos vorgestellt und gezeigt, wie wir ihn nutzen können, was wir von ihm nutzen können, wie man Birkensaft zapft, wie man die Blätter essen kann. Aber habt ihr gewusst, dass in Nordländern die Birkenblätter in getrockneter Form auch als Gewürz verwendet werden? Und das will ich machen. Und dazu werde ich mir jetzt so ein kleines Ästchen vom Baum brechen, was ich dann trocknen muss. Zum Trocknen sollte der Ast kopfüber aufgehangen werden und dann muss der so 3-4 Tage trocknen. Such dir dafür ein schattiges Plätzchen, also keine direkte Sonneneinstrahlung. Ich mache das jetzt hier direkt am Baum und komme dann in 3-4 Tagen wieder. Man kann das Ästchen aber natürlich auch mit nach Hause nehmen und zu Hause einfach aufhängen. So, da lasse ich ihn hängen. Das Wetter soll beständig bleiben, also trocken bleiben. Und dann schaue ich in 3-4 Tagen nochmal nach meinem Ast. Ja, nach 3-4 Tagen hat man dann dieses Ergebnis hier. Und ihr merkt, dass es richtig durchgetrocknet ist, wenn sich die Blätter zum einen trocken anfühlen, wenn sie so richtig rascheln wie gefallenes Laub und wenn sie sich auch ganz leicht zerbröseln lassen. Ja, und dann wird geerntet. Ich habe mir jetzt extra hier so ein Döschen mitgebracht, damit ich die Blätter dann auch gut nach Hause kriege. So, willkommen in meiner Küche und als nächstes müssen wir unsere Blättchen ein bisschen zerkleinern. Ich mache mir da gar nicht so viel Arbeit mit irgendwelchen Hilfsmitteln oder so. Ich zerreibe das Ganze einfach zwischen meinen Fingern. Dann ist das zwar alles ein bisschen gröber, aber das macht mir nichts. Wer hat, kann zum Beispiel auch mit einem Stößel das Ganze zerkleinern, das Ganze mahlen, da kann ein richtiges Pulver draus gemacht werden. Ich mag es aber ganz gerne in diesem Zustand, weil in diesem Zustand kann ich es zum einen als Gewürz benutzen, zum anderen aber auch noch als Tee. Ja, und so einfach ist es, das Birkengewürz herzustellen. Dieses Birkengewürz riecht wirklich wahnsinnig aromatisch, ganz, ganz toll. Und wenn man es probiert, nicht wundern, dann ist es minimal bitter, aber nicht anders als bei den typischen Gewürzen, die wir so in der ganz normalen Küche verwenden, ob Majoran oder Oregano oder irgendwas. Wenn man die Kräuter einfach so im trockenen Zustand ein bisschen probiert, ist das auch immer eine ganz leichte Bitterkeit dabei. Es war wirklich nur ganz leicht. Was sehr wichtig ist zu wissen, es hält sich hartnäckig das Gerücht, dass diese Birkenblätter hier als Salzersatz dienen können. Das wird aber oftmals total falsch verstanden. Wenn man im Internet mal ein bisschen nachschaut, kann man immer wieder dieselben Sätze lesen. Ich weiß sie jetzt nicht haargenau, aber es ist haargenau immer derselbe Wortlaut. In Island werden die Birkenblätter als Salzersatz zum Würzen verwendet. Sie enthalten 60% weniger Natriumchlorid als normales Salz. Das ist natürlich eine Aussage, da muss man schon ein bisschen lächeln. Also erstmal enthalten sie nicht 60% weniger Natriumchlorid, sondern sie enthalten gar kein Natriumchlorid. Natriumchlorid ist übrigens Speisesalz.
Diese Blätter werden in vielen Nordländern als Salzersatz verwendet. Aber was halt falsch verstanden wird, ist, sie salzen nicht. Sie können nicht salzen. Sie schmecken kein bisschen salzig. Da gibt es zwei Punkte. Der erste Punkt ist, wenn jemand entscheidet, ich möchte mich salzarm ernähren, dann heißt das nicht, dass der alles pur isst oder geschmacklos isst, dass der seine Nudeln in einfachem Wasser kocht und diese Nudeln einfach so isst, sondern er möchte ja trotzdem Aromen haben. Er verzichtet dann auf Salz, arbeitet aber mit vielen verschiedenen Gewürzen, mit vielen verschiedenen Kräutern, um die Aromen in diesen Stoffen zu nutzen und einen anderen interessanten Geschmack zu haben. Wenn man sich da ein bisschen reingearbeitet hat, kann man da ganz tolle Sachen rauszaubern, ganz tolle Aromen und Geschmäcker, ohne Salz zu verwenden. Und deshalb spricht man von bei Kräutern mit einem besonderen Aroma davon, dass sie als Salzersatz dienen können. Das heißt aber nicht, dass man damit etwas salzen kann, dass es salzig schmeckt hinterher. Der zweite Punkt ist, wenn jemand zum Beispiel Bluthochdruck hat, dann empfiehlt man dieser Person, sich salzarm zu ernähren, natriumchloridarm zu ernähren. Es gibt da tatsächlich Salzersatzstoffe, die sind aber meistens auf Kaliumbasis aufgebaut. Und jetzt könnte es sein, dass bei dem Birkengewürz vielleicht auch etwas falsch assoziiert wurde. Die Birkenblätter enthalten nämlich sehr wohl Mineralien, und zwar sehr hohe Anteile an Calcium und Kalium. Und jetzt könnte man natürlich assoziiert haben, salzarme Ernährung, Kaliumsalz benutzen, hier in den Birkenblättern, viel Kalium drinne, also als Salzersatz geeignet. Stimmt also nicht ganz. Ähnliche Sachen kann man auch immer wieder lesen. Im Mittelalter wurden Brennnesselhalme als Salzersatz verwendet. Oder in der Nachkriegszeit wurden Lindenblätter als Salzersatz verwendet. Da gibt es verschiedenste Beispiele, die man immer wieder lesen kann. Wichtig ist nur zu wissen, Salzersatz ja, als würzendes Kraut mit vielen anderen Sachen zusammen, weil man dann schöne, würzige Aromen in seinem Essen hat, das Essen nicht fade schmeckt, aber salzen kann man mit all diesen Dingen nicht. Verwenden kann man das Gewürz in vielen Gerichten. Da kann ich einfach nur sagen, probiert einfach mal aus, wo es euch schmeckt. Es ist sehr gut geeignet für Suppen und Eintöpfe, in Reis- und Nudelgerichten, in Kräuterquarks prima oder auch direkt ins Salatdressing geben und das Ganze auch in dem Salatdressing ein bisschen ziehen lassen, bevor man den Salat dann später übergießt damit und isst. Schmeckt sehr lecker. Und wie ich schon gesagt habe, man kann auch einen Tee draus kochen, und der wirkt entwässernd und harntreibend. Für den Tee gibst du etwa 2 bis 3 Gramm von den getrockneten Blättern, das ist so ungefähr ein Esslöffel voll, in ein Glas und übergießt das Ganze dann mit heißem Wasser. Und um die Wirkstoffe zu nutzen, sollte das Ganze so ungefähr 10 Minuten ziehen. So, 10 Minuten sind um. Voilà. Aber dieser Tee hier darf nicht nur aus gesundheitlichen Gründen getrunken werden, sondern auch einfach nur, weil er schmeckt und weil es mal ein ganz anderes Aroma ist. Wenn du ihn als harntreibendes Mittel anwenden möchtest, als entwässerndes Mittel, dann trinkst du so 2 Tassen Tee davon pro Tag. Und dann gibt es aber noch was ganz Wichtiges zu beachten. Leute, die harntreibende, entwässernde Mittelchen trinken, so wie diesen Tee, machen den ganz häufigen Fehler, dass sie viel zu wenig trinken. Nämlich dann nur diese 2 Tassen. Und dann wird abgewartet. Das ist aber total falsch, denn zusätzlich sollte man noch richtig, richtig viel trinken, denn der Körper soll ja freigespült werden. Also sollte man zusätzlich noch eine große Menge zum Beispiel an Wasser über den Tag verteilt zu sich nehmen. Okay, ich genieße jetzt meinen Tee und ihr geht am besten mal raus und holt euch ein paar Birkenblätter. Macht's gut!